Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Was? The Minish Cap, verdammt. Okay, im letzten Part haben wir Fragmente vereint, einem fetten Goron unser Schild gegeben und der ist jetzt... Ich habe aber einen neuen gekauft, was mir gar nichts bringt, weil ich werde gleich versuchen, mal den neuen Schild zu holen, weil ich glaube, der Gorona hat ihn noch. Nee, er hat jetzt einen neuen für mich. Ja, ich habe es voll verraten, was ich kriege, aber nicht ganz so. Dann werde ich das erstmal holen. Ach, und ich habe Fragmente gefarmt. So ein bisschen. Sind jetzt nicht extrem viele, aber ich denke, es dürfte reichen. Hier so mal ein paar von den grünen, die ich immer brauche. Ja. Geht eigentlich ganz schnell, wenn man das macht mit dieser Methode, dass man einfach den komischen Talisman da nimmt von dem Terry-Händler und dann cool ist. Ja. So. Sela-Quelle. So, jetzt hast du mir mal jetzt bitte was Neues gemacht oder so? Hallo? Klonk. Klonk. Oh, formidabel. Vielen Dank für meine Mützen. Vielen Dank, mein lieber Mützenwicht. Ist ja eigentlich Mützenwicht. Egal. Vielen Dank, dass du mich den Schild schmecken ließt. Es fällt mir nicht leicht, aber versprochen ist versprochen. Ich spucke den Schild jetzt aus. Ach, der hat in der Zeit einfach nur eine Fresse behalten. Oh mein Gott. Yeah, der hat den Spiegelschild erhalten. Ein strahlender, starker Schild, der Angriffe zurückprallen lässt, lassen kann. Ja. Ups. Irgendwie hat sich die Form des Schildes ein wenig geändert. Aber kein Problem. Der Schild ist einfach nur anders geformt. Finde ich jedenfalls. Tja, also nichts für ungut. Tschüssi. Ja. Okay. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall den Spiegelschild und damit unser Item-Repertoire komplett zusammengesucht. Bis auf halt die letzte Bombentasche, die ich noch finden muss. Wobei ich gerade nicht mehr weiß, wo die war. Ja. Die ich vielleicht in anderen Parts schon laut bekundschaftet habe. Nee, was? So, also. Jetzt geht's wieder ans Fragmenteverein. Und ich glaube, ich weiß sogar jetzt, wo ich anfange. Also ich habe jetzt keine besondere Reihenfolge oder so, aber. Aber ich fange da halt an. Weil ich es kann. Nee, aber hier ist doch mal ein Minish gewesen, ja. Also ein Loch, das ich mal befreit habe. Dieses Loch. Und da gehe ich jetzt mal rein, weil da war ich noch gar nicht drin. Weil der Minish will auch Fragmente vereinen. Was geben die Viecher heute so viele Feen? Naja. Oh mein Gott, der ist eine Ranke hochgerollt. Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. So, du willst Fragment vereinen? Du kannst Fragment vereinen. Ich habe sogar das richtige Fragment. Aha. Zwing. Oh yeah, was passiert jetzt? Hä? Oh, eine Truhe erscheint. Ja, das ist eine Truhe, weil das weiß ich halt. So. Und irgendwie muss ich jetzt auch noch die Ranke da wachsen lassen. Ich weiß aber nicht direkt, wie das gehen soll. Also bei welchem Fragment ich das vereinen muss. Will der nochmal? Willst du nochmal? Nö. Du bist scheiße, du willst nicht nochmal. So. Jetzt dürften noch nur noch 19 Fragmente oder so ähnlich fehlen. In der Richtung, irgendwie sowas. Und wo ich die vereinen soll, ist eine gute Frage. Also zwei weiß ich auf jeden Fall noch. Aber den Rest nicht. Scheiße. Okay, dann würde ich mal sagen... cooles Fragment. Dann würde ich mal sagen... wo suche ich denn jetzt mal? Ich glaube, der will nicht nochmal, oder doch? Ist eine gute Frage. Da werde ich jetzt aber trotzdem nicht nachgucken, weil ich habe keine Lust, dafür zu latschen. So, jetzt ist die Frage, vielleicht will ja diese komische Tussi hier, die ihr Haus mal verloren hat, auch nochmal vereinen und dann... Vielleicht dann. Vielleicht geht dann irgendwas Cooles auf. Oder so, weiß ich nicht. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass die nächsten Parts... Wobei, vielleicht werden es nur noch drei oder so, aber nur noch so rumgesuche, du willst nicht vereinen. Der nur noch so rumgesuche wird, aber ich würde mal sagen, für den nächsten Part werde ich mich mal dann offscreen ein bisschen informieren und mir dann ein bisschen was aufschreiben, wo denn noch welche vereinen wollen. Okay. Wollte mein Onkel Alberich eigentlich mal vereinen? Ich glaube ja. Ich finde es auch so geil, in Link spielen. Hm? In Zelda spielen hat Link irgendwie nie Eltern. Ich glaube, der ist voll arm oder so. Also entweder er wohnt hier bei seinem Onkel oder bei seinen Großeltern oder er hat gar nichts. Ja, das ist so eine Sache. Du willst Fragmente vereinen, du bist cool, Mann. So, swing.
yeah. Okay. Ich glaube, da kommt auch eine Truhe. Aha. Sehr gut. Willst du denn nochmal vereinen? Das wäre jetzt toll. Das wäre jetzt so super toll, dass es schon toller gar nicht mehr gehen könnte. Nö. Einfach nö. Und ich muss mal ganz kurz gucken auf der Karte. Habe ich denn da oben schon die Ranken? Nein, doch. Doch, doch. Gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Bergmeine noch ein bisschen vereinen wollen, aber ich glaube jetzt eher nicht. Deswegen bleibe ich erstmal hier unten. Wahrscheinlich sind da oben alle, die ich brauche, aber ich gehe hier unten lang. Nein, ich weiß es nicht. So. Ich gucke nochmal schnell nach, wie viel ich noch brauche. So, stopp. Ah, gut. Du willst nicht vereinen, okay? Du brauchst... Ich brauche noch 18 Fragmente, cool. 18. Hm. Das kann sich jetzt hinziehen, aber das kann auch schnell gehen. Ja. Oh. Ich frage mich auch, warum der manchmal eine Wirbelattacke macht, wenn ich diese Attacke mache und manchmal nicht. Das ist voll komisch irgendwie. Wer weiß? Wer weiß? Vielleicht weiß es ja einer von euch. Wahrscheinlich nicht, aber es ist vielleicht auch random bedingt oder ich muss irgendwas Besonderes machen. Oder ich bin einfach manchmal cooler als sonst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wer könnte denn jetzt noch Fragmente vereinen wollen? Und wo könnte die letzte Bombentasche sein? Das stört mich ja am meisten eigentlich. Dass ich das nicht weiß. Hier drin auf jeden Fall nicht, aber ich glaube es war auch in so einem Baum oder so ähnlich. Ja, ich mache gerne Wupp. Nein. So, hier wieder die komische Grafik-Glitch-Höhle. Ich habe auch keine Ahnung wieso, aber wahrscheinlich wegen der ROM oder so, keine Ahnung. So, willst du noch mal Fragmente vereinen? Nö. Du Arsch. Wollte der Hund noch mal oder war er hier schon? Naja, einfach alles ablaufen. Stört doch kein. Nee, du willst nicht. Du komischer Fluffy. Oder wie hieß das Vieh noch mal? Ich habe keine Ahnung. Rex. So ein kleiner süßer Hund, so Rex. Hm? Natürlich. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wo könnte ich denn jetzt noch Fragmente vereinen? Müssen, wollen, sollen. Hm? Ich glaube nicht, dass hier oben welche, oder? Ach nee, doch, doch, doch. Ich glaube, die komische Oma wollte nochmal. Diese komische, Special-Oma da, die so special, ne, die uns da hoch in den Wind-Dungeon gelassen hat. Die ist nämlich ganz schön Oma-ich. Oma-ich, was? Ja, egal. So. Oder ist es ein Typ? Ich weiß nicht. Ah, egal. Du bist auf jeden Fall mal mit der Verein. Du bist cool. Swing! Yeah. Vortexer. Was passiert da jetzt? Hä? Huh? Oh. Okay. Puff. Einfach so eine Truhe irgendwo hin. Einfach auf dem Friedhof gepackt. Voll behindert. So, jetzt ist die Frage, wollte auf dem Friedhof noch welche vereinen? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen scheiße, aber da müsste ich dann nochmal hinlaufen. Am besten, ich guck nochmal, oder? Und noch viel besser wäre es, wenn ich hier mal geguckt hätte, ob hier noch irgendwelche wollen. Nö. Ach ja, cool. Geil. Okay, wo könnte denn jetzt noch was sein? Wie oft habe ich das heute eigentlich schon gesagt? Weiß ich nicht. So, ich kann euch ja mal den Spiegelschild demonstrieren an einer kleinen Vorführlage. Das spuckt mich an. Voll geil, Alter. Voll der Megastrahl. Ja, das war's aber auch schon, was der kann. Gut, wollen denn hier in dem Dorf oder in der Stadt nochmal irgendwelche vereinen? Du Typi, du komischer Tussi, du komischer Typ, du komische Oma mit Milch. Nö. War ich hier überhaupt schon in diesen komischen Meineschlöchern? Ich glaube nämlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ah. So, du nicht und du auch nicht. Die Stadt Meinisch sind total schick gekleidet und gucken immer nur gegen die Wand. Wieso eigentlich? So, vielleicht wollen ja hier noch welche vereinen. Aha. 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 Nö. Ihr seid alle scheiße. Ah, ich glaube, der Thekentyp da will nie vereinen, weil da kommt man auch nicht so nah ran. Wie klingt dann auf einmal so.
Okay. Aber ich habe eine Möglichkeit. Sag mal, komische Oma, kannst du mich mal durchlassen? Dann halt nicht. Ich habe noch eine weitere Möglichkeit gefunden. Was heißt gefunden? Sie ist mir in den Sinn gekommen, so, weil hier waren meistens auch noch welche, die vereinen wollten. Und gerade heute nicht. Ist ja geil. Nee, vielleicht willst du komischer Verschnitt von einem Sim-Charakter, glaube ich. SimCity, weiß ich nicht. Ich kenne mich in der Szene nicht aus, vor allem in der Szene. Die SimCity-Szene, ja genau. Willst du denn nochmal vereinen? Komisch, dass Nairo in einem roten... nee, warte mal. Ja, war das nochmal Nairo oder... Ach, die war ja die rote. Dass Nairo in einem roten Haus liegt, obwohl sie blau ist. Liegt? Habe ich gerade liegt gesagt? Egal. So, ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal hier weitere Bücher kaufen. Guten Tag. Was? Ja, super. Dürfte ich neu kaufen? Hier kann man die Magnus bla bla bla. 200 Rubine. Überhaupt nicht teuer. Vor allem, was noch viel teurer wird. So, die Frage ist jetzt, ob das gleich da ist. Ja. Guten Tag. Ja, hallo. Hallo, ja, ja. Nochmal 200, okay. Ja, ja, tut mir leid. Vor allen Dingen, als ob man nicht zwei auf einmal bestellen könnte oder so. Hallo? Nochmal 200? Ich hab jetzt nicht gelesen. Okay, nochmal 200. Gut, jetzt brauche ich wieder Rubine. Scheiße. Okay, wo könnten denn jetzt nochmal Fragmente vereinen sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh. Ach ja. Ich bin bestimmt der Einzige, der diese Aufnahmemethode nutzt, dass ich einfach zwei Headsets auf einmal offen habe. Sieht bestimmt auch voll scheiße aus, aber ich mach's einfach. Wow. Oh. So, willst du denn jetzt nochmal Fragmente vereinen? Nö. Nein? Und vielleicht der Meinisch da oben drin? Der komische. Vielleicht kommt da ja sogar eine Bodenranke. Ja. Ja. Swing. Waldmeinisch. Wieso liegt ein Waldmeinisch am Rand des Dorfes? Ich habe keine Ahnung. Oh cool, ein Tunnel. Puff. Geil. So, jetzt fehlen nur noch 17 Fragmente, oder? Oder habe ich mich jetzt verrechnet? Oder habe ich noch was gemacht irgendwie? 17. Ja, 17. Und diese? Also zwei, wie gesagt, weiß ich noch, aber da muss ich erstmal noch ein anderes Fragment finden, damit das überhaupt aufgeht. Außer das ist schon offen. Dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann hätte ich da schon lange hingehen können. Scheiße. So, dann fehlen mir auch noch ein paar Bodenranken auf jeden Fall. Karte. Zum Beispiel, hier fehlt mir noch eine. Die Frage ist, wie ich die jetzt kriege, weil da sind ja eigentlich keine Menschen oder so, mit denen ich vereinen kann, oder auch keine Meinisch. Gut, da ist eine Bodenranke, da war ich aber glaube ich schon drauf. Und selbst wenn nicht, ich habe ja alle Herzteile. Und ich glaube, es gab auch die letzte Bombentasche nur von einer Fee. Ja. Da war ich auch schon drauf oder so ähnlich. Da ist nichts mehr, was ich vereinen könnte oder so. Ja gut, hier habe ich glaube ich schon alles. Und selbst wenn nicht, dann halt nicht. Wie der fette Corona einfach auf der Karte angezeigt wird. Wäre auch ein bisschen scheiße, wenn nicht. Okay, da ist auch keiner. Ne, warte, mir habe ich schon geguckt. Mann, wir könnten denn jetzt noch Fragmente vereint werden wollen, sollen, können. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt noch welche auf dem Friedhof sind, die ich überhaupt noch nicht gesehen habe. Oder die ich übersehen habe. Oder halt nicht machen konnte. Dieser komische pinken Geist-Tussi da vielleicht. Weiß ich nicht. Wieso beam ich mich jetzt? Oh. Beam mich hoch, Scotty. Nein, Spaß. Meine Stimme ist heute irgendwie voll tief, Alter. Das geht mir voll auf den Arsch. Also ich mag ja, wenn meine tiefe Stimme tief ist, ja. Wenn meine Stimme tief ist, aber wenn sie hoch ist, ist auch scheiße. Was? Ich laber schon wieder zu viel Müll. So, jetzt so. Jetzt so. Ist der Part fast vorbei und ich habe fast nichts geschafft. Super. Ach, geil. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal dahin. Und gucke hier mich mal ein bisschen um. Bam! So, jetzt war das, glaube ich, oben. So, oben, links, links, oben, rechts. Das war es, glaube ich, irgendwie sowas. Also bis dahin. Links, links, oben,
rechts oben, glaube ich, dann. Ja, ja, ich habe mir das gemerkt. Ich habe das schon so viele Jahre gemacht und jetzt merke ich mir das endlich mal. Wow. Also will der Boris denn nochmal vereinen? Das ist natürlich auch möglich. Ich glaube sogar, der wollte nochmal. Ja, cool. Auch geil. So, yeah, Fragmente vereinen. Ich glaube, der wollte sogar zweimal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich weiß nicht, weil ich habe mal ein bisschen geguckt, aber ich habe schon wieder alles vergessen. Egal, kommt da jetzt ein Loch oder eine Truhe? Na gut, eine Truhe wäre ein bisschen dämlich, weil da kommt nicht rein. Wenn ich Glück habe, ist da sogar ein Meinisch drin, aber ich glaube, in den Löchern, die man so freischaltet, sind überhaupt keine Meinisch drin. Okay, da bin ich nochmal. Lampe aus. So. Nö, du kriegst mich jetzt nicht. So, also, Friedhof. Mochte ich noch nie den Teil hier, aber eigentlich doch. So, du willst nochmal vereinen. Ist doch cool. Ja. So, Swan. Was? Rosa Genie. Genie. Nee, Genie? Keine Ahnung. Oh, ein Wasserfall auf G-Teil. Nur so ein kleines bestimmt. Ja. In der Stadt. So, ich glaube, auf dem Friedhof müsste ich jetzt auf jeden Fall fertig sein mit Fragmente vereinen, außer die wir hier nochmal. Aha. Ist das nicht toll? Die wir sogar zweimal dasselbe Fragment. Das ist ja auch toll. Jetzt habe ich das Grüne nicht mehr. Verdammt. Ich glaube, ich gehe dann nochmal farmen für den nächsten Part und mich nochmal ein bisschen umgucken. Oh. Ein Baum. Wow. So, jetzt dürften, glaube ich, alle Bäume oben sein, außer einer. Und ich glaube auch, 2 ist die höchste Anzahl von den vereinbaren Fragmenten bei einem Charakter. Krypto. So. Weiter. Stadt. So, jetzt will ich nämlich mal gucken, was in diesem Brunnen da drin ist. Was heißt in dem Brunnen, in dem komischen Loch im Wasserfall so. Ich frage mich auch, warum der Link nicht so durch kann. Wahrscheinlich ist der Wasserfall so verdammt stark, dass der da einfach nicht durchkommt. Weil das ja auch bestimmt nur höchstens 2 Meter sind, die er da runterfällt oder so. Oder 3 Meter, weiß ich nicht. Egal, eine Truhe mit Geld. Das brauche ich sogar. Geht's da nochmal rein? Nö. So. Willst du nochmal Fragmente vereinen? Nö. Ich glaube, die Wachen wollen allgemein nicht Fragmente vereinen. Die mögen mich nämlich gar nicht. Nein, Spaß. Man denkt so gar nicht an die unbedeutenden Charaktere, die man überhaupt nicht kennt. Und guckt da einfach nicht. Zum Beispiel die komischen Typen hier. Geh mal weg. Aha. Wieso haben die gerade ineinander gestanden? Ich habe keine Ahnung. Allein hat man es schwer, wohin man bloß umziehen könnte. Ich glaube sogar, man kann nur 2 umziehen lassen. Das ist natürlich ein bisschen bescheuert jetzt für Farore, aber ich weiß auch gar nicht mehr, was die Fähigkeit von der war. Also wenn man dieses Elixier von der nimmt, weil man kann sich ja so Elixiere von denen holen. Nee, so Talismane so rum. So, ich habe doch extra Milch gekauft. Das mache ich jetzt mal noch ganz schnell. Ich habe doch extra Milch gekauft, dass ich dem komischen Meinisch da seine Milch geben kann, damit er seine komischen Blumen da wachsen lassen kann. Das fällt mir gerade noch so ein. Mache ich wenigstens noch etwas Sinnvolles in diesem Part. Na gut, ein bisschen was habe ich ja geschafft, aber das war vielleicht ein bisschen zu wenig. Na gut, ich glaube, Meinisch im Wald gibt es jetzt auch keine mehr, die vereinen wollen. Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, ich kann ja mal gucken. Aber erstmal gehe ich jetzt zu dem Typen, der seine Milch haben will. Okay. So. Ich sag so oft so. Ist das jetzt gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Okay, der Typ, der kriegt jetzt seine scheiß Milch, weil ich die letztes Mal nicht hatte, deswegen sage ich jetzt scheiß Milch. Ich glaube sogar als... Um neun Tylorianer zu produzieren, brauchen wir Milch. Wer bringt uns die? Ich. Hey, du hast London-Milch? Ja, genau, bitte. Swing. Wunderbar, Mann. So, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis die gewachsen sind. Und ich glaube sogar als nächstes will der irgendwie rotes Elixier. Ich weiß aber nicht, was der danach als nächstes haben will, nach diesem roten Elixier. Weil der will auf jeden Fall einmal rotes Elixier. Und das andere weiß ich jetzt nicht mehr.
Wie kann ich mit... Ja. Wie kann ich in einem Zelda-Spiel so weit mit dem Typen von... So weit von dem Typen weg mit dem reden? Das geht normalerweise gar nicht. Super. So, jetzt bleibt nur noch eine Möglichkeit. Die letzte und einzige Möglichkeit. Willst du fragen, meine Verein? Nö. Aber ich glaube, den hatte ich auch schon. So, der Part ist jetzt auch gleich vorbei. Ich guck noch mal hier rein. Nö. Okay. Super. Ich laufe mal ganz schnell hier lang und dann... Dann ist es auch gleich vorbei. Ja. Seid alle traurig. Okay. So, jetzt kann ich hier schwimmen. Ich komme da auch hoch. Super. So, war hier noch was drin? Nö, war ich schon. War ich schon. So, jetzt mache ich mir noch ganz schnell groß und dann werde ich da nicht so komisch aussehen, wenn ich im nächsten Part wiederkomme. Was? Ach, da. Let's go. So, im nächsten Part werde ich dann wahrscheinlich mich informiert haben über die Fragmente und so. Und halt geguckt haben, wo es noch welche gibt. Was war das gerade? Geld? War Geld. Und geguckt haben, wo es noch welche gibt und wo ich noch welche vereinen kann. Und bis dahin, freut euch drauf. Yeah, ich bedanke mich fürs Zuschauen recht herzlich. Und tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao.